Meine Damen und Herren, wir unterbrechen hier unser Programm, denn wir gehen jetzt sofort live nach New York zum UN-Sicherheitsrat. Der berät über die Lage in der Ukraine, nachdem heute Nacht ja ein Atomkraftwerk des Russlands. Ja, ich sagte es ja, Angriffe auf Kernkraftwerke sind verboten nach der Genfer Konvention und nach dem Völkerrecht. Hat denn irgendjemand mit den Russen darüber geredet, über diesen Angriff, auch um sicherzustellen, dass es in Zukunft keine weiteren derartigen Angriffe gibt? Ich weiß, Präsident Macron hat gestern mit Präsident Putin gesprochen und eine Reihe von Kollegen hatten auch gestern Abend Rücksprache mit ihrem russischen Partner genommen, um sicherzustellen, dass der Brand auch wirklich gelöscht worden ist und die Situation jetzt wieder sicher ist. Was hat er denn gesagt? Es wurde gesagt, dass der Brand gelöscht worden ist. Und Sie wissen ja, jetzt beginnt heute dann die Sitzung des UNO-Sicherheitsrates. Vielen Dank. Also, was ich von ihm gehört habe, ist, dass der Brand gelöscht wurde. Mehr hat er nicht gesagt. Vielen Dank. Zwei rein, ne? Und jetzt sage ich doch mal guten Tag, denn das war ein kurzer, schneller Ausflug nach New York wegen der wirklich brisanten Situation in der Ukraine. Ja, wir müssen noch einmal konstatieren, was passiert ist, während immer enger sich die Kreise, die russischen Militärs um die Städte in der Ukraine ziehen, ist ja heute Nacht etwas passiert, nämlich das AKW Saporische ist in die Hände der Russen gefallen. Es hat dort einen Brand gegeben. Wir gehen noch mal zurück in den Sicherheitsrat. Heute geht es darum, sicherzustellen, dass die Sicherheitsstandards in diesem Kernkraftwerk hergestellt ist. Wir werden von der IAEA hören und ich mache mir Sorge, was die ukrainischen Mitarbeiter des Kernkraftwerkes anbelangt. Also ich lobe sie, weil sie bereit sind, unter diesen Umständen auch weiterzuarbeiten. Wir machen uns auch Sorge, dass es vielleicht eine Unterbrechung der Energieversorgung gibt. Die Menschen in der Ukraine befinden sich schon in einer fürchterlichen humanitären Lage. Darüber müssen wir nächste Woche auch noch reden. Es ist wirklich eine Tragödie, wenn es dann zu einer Unterbrechung der grundlegenden Energieversorgung käme. Das wäre wirklich nicht akzeptabel. Wir fordern Russland auf, da zu stoppen. Planen Sie irgendwelche roten Linien zu formulieren? Also ich habe die Frage nicht so richtig verstanden. Ja, rote Linien. Darum geht es uns jetzt erstmal nicht. Wir wollen ein Ende dieser Aggression. Wir halten das für illegal, für einen Bruch der UNO-Charta. Und vor allen Dingen ist das ein Angriff gegen die territoriale Souveränität und Integrität der Ukraine. Unsere rote Linie ist jegliche Invasion in einem unabhängigen, demokratischen Land. Meine roten Linien sind die Frauen und Kinder, die ihre Heimat verlassen müssen, Babys werden unterwegs geboren. Die Frauen sind immer am verletzlichsten und die Unschuldigen leiden immer in derartigen Situationen am schlimmsten. Wir wollen ein Ende dieser Aggression. Guten Morgen. Heute hat die russische Aggression gegen die Ukraine auch noch einen
Angriffe auf das Kernkraftwerk eingeschlossen. Wir verurteilen aufs Schärfste diesen Angriff auf das Atomkraftwerk. In diesem Zusammenhang unterstützt Frankreich nachdrücklich die Initiativen des Generaldirektors der Internationalen Atomenergiebehörde. Er ist ja zuständig für diesen Bereich und seine Agentur wird die Lage im Auge behalten. Wir machen uns auch sehr große Sorge angesichts der humanitären Folgen der russischen militärischen Operationen in der Ukraine. Das unterstreicht wieder einmal, dass es wirklich dringlich ist, die Feindseligkeiten sofort einzustellen, das internationale humanitäre Recht zu respektieren, Zivilisten zu schützen und einen humanitären Zugang zu gewährleisten. Deshalb haben Frankreich und Mexiko im Sicherheitsrat einen Entschließungsentwurf eingebracht zur humanitären Lage in der Ukraine. Ja, wir werden jetzt ein Briefing durch die Internationale Atomenergiebehörde bekommen. Ich möchte mich jetzt nicht zu technischen Aspekten äußern. Und das wird ja eine öffentliche Sitzung sein und Sie werden dann auch noch von der Atomenergiebehörde hören. So, wir gehen jetzt noch mal einen halben Schritt zurück und gucken zurück auf das, was in der Nacht geschah. Das war ja eine Nachricht, die einem den Atem stocken lässt. Ein Brand in einem Atomkraftwerk und eben nicht in irgendeinem Atomkraftwerk, sondern in dem größten Kernkraftwerk Europas, Zaporizhzhia. Die beruhigende Nachricht, die folgte allerdings auch relativ schnell, denn es gibt bislang keinen Hinweis darauf, dass Radioaktivität ausgetreten ist. Gebrannt hat offenbar nur ein Verwaltungsgebäude. Was das Ganze dann wiederum weniger beruhigend macht, ist, dass das Atomkraftwerk nun in russischer Hand ist, genau wie Tschernobyl.